ich das erste Stück Leder in der Hand hatte, das erste richtige Stück Leder, also vegetabil gegerbt, ohne Chemie, habe ich das in die Hand genommen und gewusst, das ist mein Werkstoff und was man aus dem Werkstoff alles machen kann. Also wie man es bearbeiten kann, wie man es einfach auch ohne Chemie färben kann, veredeln kann, was es für einen Griff hat, was es für einen Geruch hat, so komplett alle Sinne. Und dann für mich dann auch künstlerisch damit zu arbeiten. Also wenn ich mal, dann ist es halt immer irgendwo zweidimensional. Und im Leder kommt halt einfach durch das Vorschneiden von dem Leder mit der Klinge und das Punzieren mit den Punziereisen und mit dem Hammer einfach Tiefe zu kriegen. Und zwar echte Tiefe und einfach eine komplett andere Wirkung, wie wenn man nur Leder bemalt oder Leder bedruckt. Da eigentlich mein größtes Hobby das Motorradbauen ist, war es so, dass ich jahrelang nur auf Harleys geschraubt habe und mich dann die Szene ein bisschen anbläht hat. Und ich wollte einfach was anderes machen. Sind mir die Engländer in den Weg gekommen und hauptsächlich BSA, Birmingham Small Arms. Und die haben auf die Motorblöcke drei Guns drauf. Und die Jungs, die im Zweiten Weltkrieg mit den Army-Maschinen unterwegs waren, zu denen hat man so umgangssprachlich Son of a Gun gesagt, was so viel wie heißt wie Teufelskerl, Höllentyp im Endeffekt. Und hatte da quasi nach dem zweiten, dritten BSA-Motorrad, das ich aufgebaut hatte, so den Spitznamen Son of a Gun weg. Ich wollte dann eigentlich nur für mich selber einen Gürtel haben, da hinten eingeprägt, ausgeschnitten, Son of a Gun steht. Und bin dann zu verschiedenen Sattler gegangen und habe gefragt, ey, wie sieht's aus, könnt ihr mir solche Gürtel machen? Die meisten sagten dann auch, sowas macht man heutzutage nicht mehr, viel zu viel Aufwand, viel zu teuer in Handarbeit. Und mir blieb gar nichts anderes übrig, wie einfach einen Gürtel selber zu machen. Einfach gegoogelt, was braucht man für Werkzeug, wie sind grob die Steps im Lederverarbeiten und dann in England Lederwerkzeug gekauft. Konnte es kaum erwarten, bis es da war und dann angefangen, meinen allerersten Son of a Gun Gürtel mir auf Maß selber zu machen. Den Gürtel hatte ich dann vom ersten Tag ab um und dann kam schon von Kumpels und Bekannten die Fragen, du, wo hast du eigentlich den Gürtel her? Und ich so, ja, du selber gemacht, ich wollte einen und keiner konnte mir einen machen, also habe ich mir selber einen gemacht. Somit gleich die nächste Frage, ja, kannst du mir auch einen Gürtel machen? Was für mich ganz wichtig ist, ist einfach von den Arbeitsschritten, von Werkzeugen und von der Arbeit an sich, arbeite ich alles in Handarbeit. Für mich ist es so, Arbeiten wie vor 100 Jahren, wo einfach das Handwerk, also das Arbeiten mit der Hand, komplett im Vordergrund steht und da werde ich halt dran rütteln und es wird auch alles, was hier rausgeht, ging durch die Hände. Ich habe immer das Gefühl, als ob ich das schon seit eh und je mache und ich das Material, das ist eins. Also ich nehme das in die Hand, kann anfangen und das, was ich im Kopf habe, das kommt nachher eigentlich auch raus.